In diesem Video geht es um die Transformation von Funktionsgraphen. Als Motivation schauen wir uns die folgende GeoGebra-Datei an, in der zwei sogenannte Federpendel simuliert werden. Das sind hier die zwei Dinge. Eine Masse, die an einer Feder befestigt ist. Und hier auf der linken Seite sehen wir Funktionsgraphen, welche dann die Höhe der jeweiligen Massen zu dem bestimmten Zeitpunkt dann beschreiben. Wir können die Simulation kurz starten und sehen vor allem bei dem schwarzen Pendel eine sich immer wieder wiederholende Bewegung. Hier die blaue Linie sollte die Zeit sein. Die schieben wir wieder auf 0. Wir sehen, dass die schwarze und die rote Kurve einen ziemlich ähnlichen Verlauf haben. Was sich aber ändert, ist die Größe der Ausschläge, die Breite der Ausschläge und es gibt auch eine gewisse Verschiebung. Und die Frage, die wir heute beantworten wollen, ist, wenn ich jetzt die Funktionsgleichung zu der schwarzen Kurve habe, bin ich in der Lage, nur aus dem Graphen der roten Kurve die Funktionsgleichung der roten Kurve zu rekonstruieren, weil die Struktur von diesem Graphen oder von dieser Funktionsgleichung und der Funktionsgleichung aufgrund der ähnlichen Form höchstwahrscheinlich auch ähnlich ist. Damit wir einen Eindruck bekommen, was geometrisch gesehen zu tun ist, habe ich beide Funktionsgraphen in einem Bildbearbeitungsprogramm geöffnet. Und was wir tun wollen, ist dieses kleine Stück hier so zu transformieren, dass es über der roten Kurve liegt. Ich blende das längere Stück hier aus, wähle hier das entsprechende Werkzeug und die entsprechende Ebene. So, dann kann man hier an diesen Quadraten das Bild in X-Richtung bzw. die Y-Richtung auseinanderziehen und auch ein wenig verschieben. Ich versuche mal hier die Mitte zu erwischen und wir sehen, dass es im Prinzip möglich ist, dass die Form grob passt. Und was wir machen müssen, ist den schwarzen Graphen in die X-Richtung und Y-Richtung mit unterschiedlichen Faktoren zu strecken und auch den Graphen entsprechend in X- und Y-Richtung zu verschieben. Wie diese Verschiebung bzw. Streckung rechnerisch aussehen wird, würde ich gerne an einem anderen Beispiel machen. Und der Grund ist, dass die Rechnungen dann etwas einfacher werden. Und zwar starten wir mit einer Funktion f mit folgender Funktionsgleichung. Das ist eine ganz rationale Funktion dritten Grades. Und wir haben eine weitere Funktion, die dadurch entstanden ist, dass wir den Graphen von f um 2 Einheiten nach oben verschoben haben. Wir gucken uns einen Ausschnitt der Wertetabelle von der Funktion f an. Und dann kann man für die gleichen x-Werte die entsprechenden y-Werte sich anschauen und also wenn man die Tabellen jetzt vergleicht, sieht man eigentlich, dass die x-Werte gleich bleiben dürfen und alles, was wir tun müssen, ist die y-Werte um zwei Einheiten zu erhöhen, also aus minus 2 muss 0 werden, das erhalten wir, indem wir eine 2 dazu addieren. Was man auch machen kann, ist, man schaut sich einen charakteristischen Punkt des Graphen an, der die Transformation überlebt. Also wir brauchen einen Punkt, den wir gut zuordnen können, trotz einer Skalierung bzw. Verschiebung. Und da eignen sich die Hoch- bzw. Tiefpunkte. Also wir haben jetzt hier einmal den Hochpunkt an der Stelle minus 1,2 bzw. minus 1,4 und auch hier sehen wir, dass sich die y-Koordinate dann entsprechend ändern muss. Mit dieser Schreibweise meine ich jetzt den Graphen von f, also kurz g Index f steht für den Graphen der Funktion f und das sind alle Punkte, die wir folgend bilden. Wir nehmen beliebige x-Werte für die x-Koordinate und zu jedem x-Wert berechnen wir mit der Funktionsvorschrift die y-Koordinaten.
Wenn wir jetzt den Graphen von der Funktion g haben wollen, sieht das dann ähnlich aus. Die x sind beliebig vorgegeben und wir rechnen die y-Werte mit Hilfe von f aus und addieren eine 2 dazu. Und das kann man dann direkt so hinschreiben, dass die Funktionsgleichung der Funktion g sich aus der Funktion f oder aus der Funktionsgleichung von f bilden lässt, indem wir einfach zu diesem Term eine 2 addieren. Und das wäre jetzt hier x hoch 3 minus 3x. Das ist jetzt hier der blaue Teil plus 2 wegen der Verschiebung. Allgemein also können wir eine Verschiebung um e Einheiten in y-Richtung als g von x ist gleich f von x plus e schreiben. Als nächstes wollen wir den Funktionsgraphen entlang der x-Achse verschieben und starten mit der gleichen Funktion f, mit der bekannten Funktionsvorschrift, und zeichnen einen Graphen einer neuen Funktion g, die einfach um eine Einheit nach rechts verschoben ist. Das verrate ich schon hier. Wir können uns aber gerne die Wertetabelle einmal anschauen. Das ist jetzt im Prinzip dieselbe wie auf der Folie davor. Und hier habe ich folgenden Ausschnitt gewählt, und zwar, dass die y-Werte mit der blauen Werten übereinstimmen. Was wir aber sehen, dass sich jeweils die x-Koordinaten verändern. Und zwar wird zu der x-Koordinate jeweils eine 1 dazu addiert. Auch hier können wir einen charakteristischen Punkt uns anschauen, um die Verschiebung sich klar zu machen. Auch hier betrachten wir den Hochpunkt in der blauen Kurve und den entsprechenden Hochpunkt in der roten Kurve. Einmal die Koordinate minus 1 und 2 und hier die Koordinate und hier die Position 0, 2. Und wir sehen, die y-Koordinate ändert sich nicht. Was sich ändert, ist die x-Koordinate. Und der Graph von f kann sich genauso schreiben, lässt sich genauso schreiben wie davor. Wir haben beliebige x-Werte und mit Hilfe der Funktionsvorschrift berechnen wir die zugehörigen y-Werte. Wenn wir jetzt den Graphen von g nehmen, müssten wir zu den x-Werten eine 1 dazu addieren und aus diesem x dann die zugehörigen y-Werte dazu bestimmen. Das Problem ist, dass dieser Schreibweise nicht hundertprozentig einem Funktionsgraphen entspricht, weil wir x vorgeben und nicht irgendwie x plus 1. Und der Trick an dieser Stelle ist, in der x-Koordinate es so umzuformen, dass hier nur ein x steht. Damit es klappt, müssen wir hier eine 1 abziehen. Damit es aber weiterhin aufgeht, müssten wir auch in der y-Koordinate ein x abziehen, und das Ganze sieht dann so aus. Ich mache eine gewisse Äquivalenzumformung. Ich verändere die x-Koordinate genauso, wie ich den Argument in der y-Koordinate verändert habe. Ich ziehe von jedem x jetzt hier oder hier jeweils eine 1 ab. Und wenn ich jetzt die Funktionsgleichung für die rote Kurve dann haben möchte, muss ich einfach f von x minus 1 auswerten, was dann folgend aussieht. G von x ist, wie gesagt, diese allgemeine Schreibweise. Und jetzt muss ich nicht x hoch 3 rechnen, sondern x minus 1 in Klammern, weil das jetzt hier in meiner Klammer steht, minus 3 mal und x minus 1, weil es das ist, was ich da eintrage. Und wenn man die Klammern auflöst und alles zusammenfasst, kommt dann folgende Funktionsgleichung daraus raus. Allgemein können wir also sagen, dass wenn wir die Verschiebung um d Einheiten in x-Richtung haben, haben wir dann die neue Funktion g mit der Funktionsgleichung g von x ist gleich f von x minus d. Man kann sich jetzt vorstellen, wenn ich jetzt in x-Richtung verschieben möchte, muss ich dann in Klammern die umgekehrte Rechnung machen. In die y-Richtung addiere ich, in die x-Richtung muss ich hier in den Argumenten subtrahieren.
Die Verschiebungen hätten wir damit abgehakt. Was noch bleibt, ist die Streckung. Auch hier nehmen wir die Funktion f mit der bekannten Funktionsgleichung und gucken uns eine Funktion an, deren Graph in die y-Richtung mit einem Faktor, der kleiner als 1 ist, gestreckt wurde. So schauen wir uns auch hier die Wertetabelle an. Das ist mehr oder weniger bekannt. Und auch hier ein Ausschnitt der Wertetabelle von dem roten Graphen. Wir sehen jetzt hier, dass die x-Werte nicht manipuliert werden müssen. Das Einzige, was wir uns anschauen können, sind die y-Werte. Die werden jeweils halbiert. Aus der minus 2 wird minus 1, aus der 2 wird 1. Aus hier 1,375 wird 0,6875 und so weiter und so fort. Wenn man jetzt die Streckung eines Graphen herausrechnen möchte, braucht man in der Regel zwei charakteristische Punkte. Deshalb nehmen wir an dieser Stelle hier den Hochpunkt und den Tiefpunkt. Und für die Streckung in y-Richtung gucken wir uns an, wie weit sind sie jetzt in der vertikalen auseinander. Wir haben jetzt einmal hier eine y-Koordinate von 2 und hier von minus 2. Die liegen also 4 Einheiten auseinander. Und bei den roten Graphen haben wir hier die y-Koordinate 1 und minus 1. Diese liegen also 2 auseinander. Das bedeutet, dass der rote Graph mit einem Faktor von 0,5 gestreckt wurde. So, den Funktionsgraphen von f kennen wir schon. Und wenn wir jetzt den zugehörigen Funktionsgraphen von g schreiben wollen, können wir die y-Koordinate damit ausrechnen, dass wir die Funktionswerte von f mit 0,5 multiplizieren. Und damit lautet die Funktionsgleichung von g 0,5 mal f von x. Und wenn wir das jetzt ausschreiben, haben wir 0,5 mal in Klammern dieser blaue Ausdruck. Und wenn man die Klammer auflöst, müssen wir jeden Summanden mit 0,5 multiplizieren. Und es bleibt 0,5x x hoch 3 minus 1,5 mal x. Allgemein können wir sagen, dass wenn wir jetzt eine Streckung mit dem Faktor k in y-Richtung haben, haben wir einfach eine Funktions, die neue Funktionsgleichung g von x, indem wir die Vorschrift f von x mit k multiplizieren. Das letzte, was wir uns anschauen werden, ist die Streckung entlang der x-Achse. Wir fangen wie schon immer mit der Funktion f an, mit dieser Funktionsgleichung, und gucken uns eine Funktion an, deren Graph durch eine Streckung entlang der x-Achse entstanden ist. Und auch hier würde ich gerne einmal eine Wertetabelle hier zeigen und einen entsprechenden Ausschnitt, aus dem wir an dem roten Graphen was ablesen können. Und zwar habe ich diesen so gewählt, dass die y-Werte mit den y-Werten hier oben übereinstimmen und wir uns dann die x-Koordinaten anschauen, und wir sehen, dass die x-Koordinaten jeweils mit einer 2 multipliziert werden müssen. Also der minus 2 wird minus 4, minus 1 wird zu einer minus 2 und so weiter und so fort. Wer die Wertetabellen nicht mag, guckt sich auch die charakteristischen Punkte hier an. Diesmal gucken wir uns an, wie ändert sich die x-Koordinate der charakteristischen Punkte von dem Hochpunkt bzw. dem Tiefpunkt. In der roten Kurve haben wir die Koordinaten, und wir sehen, dass in der horizontalen wir von der minus 1 bis zu der 1 gehen müssen, also um 2 Einheiten. In der roten Kurve von der minus 2 zu 2, das sind dann 4 Einheiten. Das bedeutet, die x-Koordinate muss in dem roten Graphen mit einer 2 multipliziert werden. Das führt uns zu folgenden Funktionsgleichungen, Funktionsgraphen g. Der Graph von f ist x und f von x. Und wenn wir den Graphen von g nehmen, müssen wir die x-Koordinate mit 2 multiplizieren.
Aber auch das wollen wir nicht vorgeben. Wir wollen x vorgeben und nicht das Doppelte von x. Und deshalb die Äquivalenzumformung. Wir teilen hier beides durch 2 und erhalten x und f von 1/2 von x. Konkret g von x ist f von 1/2 von x. Wir müssen also 1/2 x hoch 3 rechnen minus 3 mal 1/2 x. Und wenn man die Klammer auflöst, aus 1/2 hoch 3 wird 1/8. Aus x hoch 3 wird x hoch 3 minus 3 mal 1/2 x ist minus 3/2 x. Und allgemein haben wir die Streckung mit dem Faktor 1 durch c in x Richtung. G von x ist f von c mal x. Es ist Konvention, dass man den Faktor mit 1 durch c hier schreibt. Hier sehen wir die vier möglichen Transformationen von Funktionsgraphen. Einmal etwas ausformulierter. Einmal gibt es die Verschiebungen, was manchmal als Translation bezeichnet wird von Funktionsgraphen. Und zwar, wenn wir jetzt die Verschiebung in y-Richtung haben, dann haben wir den Graphen der Funktion g mit g von x ist gleich f von x plus e, also eine Verschiebung um e-Einheiten nach oben. Und das erhalten wir, indem wir den Graphen von f um e-Einheiten in y-Richtung verschieben. In x-Richtung haben wir den Graphen von g und die Funktionsgleichung lässt sich aus der Funktion f herleiten, indem wir f von x minus d auswerten. Und dann erhalten wir den Graphen von g, indem wir den Graphen von f um d-Einheiten in x-Richtung verschieben. Bei der Streckung in y-Richtung, wir haben eine Funktion g mit g von x ist k mal f von x und den Graphen von g erhalten wir aus f, indem wir den Graphen von f mit dem Faktor k in y-Richtung strecken. Und wenn wir in x-Richtung strecken wollen und wir folgende Funktionsgleichung haben, g mit g von x ist gleich f von c mal x, dann erhalten wir den Graphen von g, indem wir den Graphen von f mit dem Faktor 1 durch c in x-Richtung strecken. Okay, so bewaffnet können wir versuchen, den schwarzen Graphen so zu transformieren, dass wir über den roten Graphen liegen. Und hier gucken wir uns die charakteristischen Punkte an. Und zwar mit H1 bzw. T1 sind der Hochpunkt und ein Tiefpunkt des schwarzen Graphen gemeint. Und mit T2 bzw. H2 die entsprechenden Hoch- und Tiefpunkte in der roten Kurve. Es bietet sich an, zuerst die Streckungen zu machen und dann die ganzen Verschiebungen, weil durch eine Streckung ändert sich die X- bzw. Y-Koordinate sowieso. Dann ist es viel zielführender mit der Streckung anzufangen. Okay, wir gucken uns an, wie weit wir in die y-Richtung strecken müssen. Der rote Graph geht von 11 bis minus 9. Wir haben also einen Ausschlag von 20. Bei den schwarzen Graphen haben wir einen Ausschlag von minus 0,5 bis von minus 5,5 bis minus 0,5. Also einen Ausschlag um 5. Der ist also 20 groß. Hier sind wir 5 groß. Das bedeutet, dass unsere neue Funktion, nenne ich sie H3, aus dem Graphen H1 entsteht, indem wir H1 von x mit einer 4 multiplizieren. Dann passen jetzt auf einmal die Ausschläge. Jetzt brauchen wir noch die Streckung in die x-Richtung. Bei dem roten Graphen gehen wir von 5 bis 15, also in der horizontalen 10 Einheiten. Und hier gehen wir von 0 bis 1, also nur eine Einheit. Wir haben jetzt eine Streckung mit dem Faktor 10 in die x-Richtung. Ich muss mit dem Kehrwert multiplizieren, also hier mal 0,1 mal x. Und damit müssten die
Ausschläge übereinstimmen. So, diesen Graphen speichere ich mir jetzt. Und jetzt geht es darum, den Graphen H3 entsprechend zu verschieben. Wir sind jetzt hier einmal bei 10 und minus 2 und wollen bei 15, 11 landen. Das bedeutet, aus der 10 müssen wir eine 15 machen. H4 von x. Jetzt kommt die Verschiebung. Ist H3 von x. Minus 5 müssten das sein. Minus 5. So, damit sollten wir in die x-Richtung an der richtigen Stelle sein. Und hier haben wir einen Hochpunkt bei der 11 und hier bei der 12. Das bedeutet, dass wir noch 13 Einheiten in die y-Richtung uns bewegen müssen. Und damit habe ich jetzt eine Funktion konstruiert, deren Graph perfekt über den Graphen von H2 liegt.